Dass Snowboarden gerade im Bereich Wettkampf und Weltcup auch einem gewissen Generationenwechsel unterliegt, das hat jetzt Silvia Mittermüller ja mitbekommen, denn sie gehört nicht mehr zur deutschen Nationalmannschaft. Demgegenüber Leon Göttel, einer der jungen Leute, von dem viele erwarten, dass er in den nächsten Jahren natürlich zur Weltelite vorstößt. Silvia Mittermüller ist Vollblut-Snowboarderin. Vor 19 Jahren fuhr die geborene Münchnerin bei ihrem ersten Weltcup. Halfpipe, Big Air und Slopestyle. Silvia Mittermüller hat in allen Freestyle-Disziplinen bewiesen, dass sie zur Spitze gehört. Im Slopestyle holte sie Silber bei den X-Games und gewann den Weltcup in Spindlermühle. Bei den Olympischen Spielen 2018 verletzte sie sich im Training und fuhr trotz Meniskusriss den Slopestyle-Kurs ab, was als gewerteter Lauf gilt, und daher darf sich Silvia Mittermüller zu Recht Olympionike nennen. Die 36 Jahre alte Silvia gehört nicht mehr zum Kader des Verbandes von Snowboard Germany. Leon Göttel ist einer der jüngsten im Nationalmannschaftskader und gehört zum Freestyle-Team. Der 18-Jährige aus Großgmain startet für den WSV Bischofswiesen. Er verbindet den ungetrübten Spaß am Schredden mit Motivation und Style. Der Schüler hat mit Siegen im European Cup und in der World Snowboarding National auf sich aufmerksam gemacht. Silvia Mittermüller und Leon Göttel verbindet mehr als die Leidenschaft für Snowboarden. Die beiden sind auch privat ein Paar. Und die beiden sind heute auch zusammen im Studio. Herzlich willkommen, Silvia Mittermüller und Leon Göttel. Servus. Ja, wie hat sich das denn gefunden hier? Also irgendwie müsst ihr zueinander gekommen sein. Silvia, war es Liebe auf den ersten Blick? Es war Snowboardfahren. Es war Snowboardfahren. Und es ist Snowboardfahren. Und Snowboardfahren vereint, sei das freundschaftlich oder mehr, Menschen auf eine Art und Weise, dass auch jemand wie ich, wie es gerade im Trailer schon durchkam, ohne Nationalmannschaft und nennenswerten Support trotzdem international Snowboardfahren leben kann, weil ich einfach ein Netzwerk und Freunde habe durch den Sport selbst. Ja gut, aber du hast ja durchs Netzwerk ja nicht rausgeschaut. Ja. Ehrlich? Ja. So war's. Das klingt überhaupt nicht romantisch, Leon. Naja, Snowboarden, da ist einfach jeder miteinander einfach ein guter Freund. Und wir waren mal zusammen auf einem Snowboard-Event und ja, hat sich dann mal ein bisschen näher ergeben. Und es funktioniert, ja? Ja. Auch von den Terminen her, weil klar, jetzt irgendwann geht's ja los. Du wirst deine Termine haben, die jetzt außerhalb des Kaders sind, und du hast dann natürlich für klar, den Kader. Klar, jetzt im Winter ist man immer mehr unterwegs, aber man findet sich dann immer mal wieder. Also die Szene ist jetzt nicht so groß, dass es für mich ganz woanders hingeht als für sie. Die Snowboard-Szene ist immer noch recht klein und da fahren wir auch gemeinsam ein paar Contests. Also ihr wart im Kaunertal, glaube ich. Also du warst auf jeden Fall im Kaunertal. Ich war im Kaunertal, er war in Saas Fee. Ich war in Saas Fee da gerade trainieren. Aber zuvor, da gerade was da in dem Trailer auch kam, hinter Tux, diese Rail-Jump-Shots, da sind wir zusammen gefahren und auch das darf man immer im Snowboard nicht so claimen, aber ganz gut gefahren. Und jetzt dürfen wir beide im Dezember auf so ein Rail-Event nach Den Haag. Das ist der größte europäische Rail-Jump, was es gibt. Das nennt sich Rocker Rail. Ja, und da fahren wir dann beide hin. Wird es jetzt für dich dann auch so eine neue Art Ausrichtung der Karriere sein, dass du sagst, okay, jetzt bin ich ja nicht mehr an Termine mit dem Nationalteam gebunden, sondern jetzt muss ich ja und kann sozusagen mir wieder frei raussuchen, was ich eigentlich machen will. Stimmt. Also es ist ein super Freiraum, wobei ich weiß jetzt nicht, ob es 100% so stimmt, aber wir haben aus Neugierde mal letztens so Rankings angeschaut und ich bin wohl immer noch Weltcup-Ranking 15. Big Air wegen Verletzungsstatus seit Olympia. Ich weiß es nicht, wie es wirklich ist, aber wenn ich jetzt tatsächlich was mitfahren wollen würde, könnte es sein, dass das auch noch möglich wäre. Und man kann sich halt tatsächlich selbst raussuchen. Und du könntest auch, obwohl du offiziell nicht mehr zum Verband gehörst, an einem Weltcup teilnehmen? Der Verband müsste mich melden, anmelden. Ich denke mal, wenn ich ganz nett frage und der Platz frei wäre, würden sie das machen. Was meinst du? Eventuell, ja. Müsste klappen. Dann, also wenn das könnte es ja vielleicht auch sein, dass ihr zusammen wieder vor Ort seid. Genau, kann sehr gut sein. Wenn es natürlich immer noch stimmt mit diesem 15. Platz wegen Verletztenstatus, das müssen wir jetzt noch genauer herausfinden. Aber wenn das wirklich klappt, dann ja, würden wir beide den Weltcup fahren. Also es könnte passieren, es ist alles möglich im Endeffekt. Könnte passieren, aber es ist jetzt nichts Sicheres. Was wie ist jetzt der Terminplan? Also sozusagen der offizielle. Wann stehen die ersten Sachen an? Also der erste Weltcup ist jetzt nächste Woche in Modena in Italien. Big Air und dann Dezember sind zwei, einer eben in China, von dem wir geredet haben, in Peking und einer in Atlanta, in Amerika. Was ist denn deine Spezialdisziplin? Ist das Big Air? Slopestyle und Big Air, also man fährt immer beides. Jeder, der Slopestyle fährt, fährt auch Big Air, jeder, der Big Air fährt, fährt auch Slopestyle. Du fährst auch gut Rails. Genau, und zum Slopestyle gehört Rails dazu. Oh, da kommt das Lob aus berufenem Munde. Du hast ja natürlich schon eine lange Karriere hinter dir sozusagen. Du bist ja eine lange Zeit in Amerika auch gewesen, hast dort gelebt und trainiert.
Hat sich es ein bisschen anders jetzt entwickelt, so als du dachtest, dass diese ganze Szene sich verändert, dass es doch wieder mehr wettkampforientiert ist? Ist schwer zu sagen. Also was ich eigentlich gemerkt habe innerhalb, sagen wir auch der Zeit jetzt von Olympia bis jetzt, ist, dass Snowboardfahren tatsächlich so viel breiteres Spektrum als, sagen wir jetzt, nur Olympia und Weltcup bietet. Es gibt eben tatsächlich das Filmen, es gibt immer noch Leute, die leben dafür, Videoparts zu schaffen. Und wir waren jetzt auch auf so einer Videopremiere in Innsbruck gestern Abend. Es sind so Facetten von Snowboardfahren, die sind einem manchmal gar nicht mehr bewusst, wenn man so wahnsinnig fokussiert auf Wettbewerbe ist. Und Snowboardfahren, das hat so ein breites Spektrum und ich nehme einfach jetzt alles mit, was sich hier gibt und sehe jetzt einfach auch wieder viel mehr als nur mit diesem Olympia-Fokus, den ich kurz hatte. Wie viel Raum lässt dir, der du jetzt ja dann auch dich... Man kann sich selber recht gut einteilen. Ich versuche von Anfang an halt immer eben auch zu filmen, auch Videos zu machen und eben auch Contests zu machen. Weil es Spaß macht oder weil es einfach auch finanziell wichtig ist? Die Videoszene ist eher, weil es Spaß macht. Klar, es ist für Sponsoren auch sehr wichtig, dass man in den Videos sich viel zeigt, aber mehr Geld, sage ich jetzt mal, ist hinterm Contestfahren für Olympia, aber es macht alles Spaß und ich mache beides gern und ich versuche einfach viel zu filmen, viel Contest zu fahren und es lässt sich schon beides einrichten, aber... Ich habe einfach mal so die Liste mal so ausgedruckt von dir vom vergangenen Jahr und habe gesehen, du bist ein richtiger Vielstarter, also da ist fast jedes Wochenende peng, 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 ist da was drin, das ist ein Wahnsinn, wie schaffst du das von der Logistik her? Das war eine recht schwierige Situation letztes Jahr, weil ich eben für meinen Weltcup-Startplatz ziemlich viele kleine Contests fahren musste. Jetzt habe ich meine erste Weltcup-Saison vor mir. Letztes Jahr, das sind alles Europacups, die was hier vorliegen. Und wenn man einfach viele Europacups fährt und da in der Gesamtwertung dann unter den Top 3 ist, dann kriegt man einen Weltcup-Startplatz für diejenige Disziplin. Und wie man hier sieht, bin ich echt ein paar Contests mitgefahren, war dann Zweiter im Slopestyle und kann deswegen jetzt kommende Saison Slopestyle-Weltcup fahren. Big Air auch. Und das ist für dich dann nochmal ein sportlicher großer Sprung? Wirst du dann merken, dass die Konkurrenz eine ganz andere ist? Ja, auf jeden Fall. Aber also ich bin schon mal einen Big Air-Weltcup gefahren, vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren circa. Aber klar, es ist ein Sprung. Aber ich habe auch schon jetzt viel trainiert, auch im Sommer. Und das könnte gut werden. Wenn ihr dann zusammen unterwegs seid oder jetzt dann auch ja bekannt ist, dass ihr zusammen seid, war das nicht mal so ein Ausrufezeichen für alle, die dann gesagt haben, aha, die Silvi und der Leon, wie kommt's und wie funktioniert's? Klar, das ist ja sicherlich eine ungewöhnliche Situation. Ja, also ich glaube, dass es jetzt sehr viel bekannter ist, auch dank diesem Interview. Ich tue, was ich kann, ja? Ja, also wir sind ja wegen dem Sport hier und nicht wegen der Beziehung. Aber, es ist eine Sportlerbeziehung. Es ist eine Sportlerbeziehung und es ist auf jeden Fall auch irgendwo gegen... Ein bisschen gegen die gesellschaftlichen Durchschnittsnormen vielleicht, aber das tut, glaube ich, der Welt ganz gut, wenn sie eben mal merkt, dass auch die Dinge, denen man eigentlich nicht zutraut, dass sie funktionieren können, ganz gut funktionieren. So ein bisschen mehr Mut ist generell gut im Leben. Was generell im Snowboarden wichtig ist, dass man ein bisschen anders ist, ein bisschen Mut zeigt, da spiegelt sich das schon wieder. Ja. Wie viel kann Leon von dir dann mitnehmen? Oder wie viel nimmst du mit von der Silvia? Klar, sie hat mehr Erfahrung einfach, alles, das ist klar. Alles. Sehr viel. Ist es schon so eine Art Coach mittlerweile auch? Naja, also im Snowboarden generell, wie schon gesagt, jeder ist ein guter Freund von jedem. Jeder coacht sich gegenseitig und jeder wünscht jedem das Beste. Deshalb nimmt jeder mit, was er mitnehmen kann. Und von der Silly kann ich schon recht viel mitnehmen. Also ich glaube, wir lernen beide voneinander auf Art und also Verschiedenstes. Es ist für mich einerseits... gibt es halt dann schon eben diese Durchschnittsgesellschaft, die dann sagt, ja, wann hast du ein gescheites, normales Leben? Ist dir nicht irgendwann zu blöd? Ja, aber ist ja dein normales Leben. Na eben, sozusagen. Danke. Aber es gibt viele Menschen da draußen, die sehen sowas nicht. Lass hören, wenn es wieder was gibt, wenn sich bei Contest was gezeigt hat oder was so ansteht. Und Leon, die Daumen drücken dann im Weltcup, dass du gleich Dankeschön. Richtig gut reinkommst. Dankeschön. Danke, dass ihr beide heute da wart als Paar. Und schön, dass ihr gekommen seid. Ja.